Affen 1, geil, was geht? Alter, das ist ja richtig rare hier, Alter, das Spiel. Rageware, Ricky, das ist selten. Ja? Ach du Scheiße. Seltenes Let's Play, selten gespielt. Ich glaube, du hast es doch noch gar nicht Let's Played, ne? Also Let's Played nicht, aber... Spiel schon, aber nicht habe ich vielleicht zweimal schon in meinem Leben. Leute, wir machen ja auch keine 100, ich muss mich kurz rechtfertigen. Also wir machen hier keine 100%. Wir machen, wir gucken mal, wie schnell Wolle das schaffen kann. Denn das ist hier so eine Art, man kann das als Übergangsprojekt theoretisch sehen. Denn ich brauche was, das bis Peach läuft. Und da ist das hier perfekt. Weil das kenne ich, da weiß ich, was Phase ist. Ja. Ne, das ist, ja. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, Regina. Wir sitzen hier und haben einen schönen Tag. Haben einen schönen Tag. Wahrscheinlich. Ich hoffe mal. Also ich habe das Gefühl, du freust dich heute gar nicht so auf deinen Tag. Ach, ja, nee, ich bin ein bisschen, ja. Das Ding ist, ich muss ja gleich noch die Anhängerlor geht ja weiter. Ja. Ich muss ja gleich zur Verkehrs-, also zur Zulassungsstelle. So. Und dann ist das gleich alles erstmal, so muss ich da hingehen. Und dann ist es, ja, hier, ich habe den Verkaufsvertrag nur und das und rumdiskutieren. Unangenehm. Vielleicht wird es ja gar nicht so viel Rumdiskussion und so. Ne? Ich meine, du wirst nicht der erste Mensch sein, dem das passiert ist. Auch nicht in Friedrichstadt. Nee, aber es ist ja nicht eine Husum, muss ich ja hin. Ja, okay, dann ist natürlich gut. In Husum wirst du der Erste sein. Das ist klar. Nein, das ist halt nervig. Und weißt du, und dann, vor allem das Problem ist ja, das weißt du, oh, ich habe da so Schiss vor. Schiss. Das Schlimmste, was ich Schiss vorhabe, ist, du kannst ja auch nur per Karte bezahlen. Ja, und? Ich hab immer diese Panik, was ist, wenn ich nicht genau eine Karte drauf habe? Was ist, wenn dann das nicht geht? Oder ich denke mir viel mehr, hoffentlich ist meine Karte nicht gesperrt, ne? Aber, ja. Also, das kann ich gut verstehen. Aber ich meine, du kannst ja jetzt Online-Banking nachgucken, ob Geld drauf ist. Ja, aber es ist immer noch dieses Geld drauf, obwohl eigentlich schon was abgegangen sein müsste und so, weißt du? Du weißt eigentlich, es geht noch was ab und es ist aber noch nicht, es steht noch nicht drauf und. Ja, 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 Ricky, oh Gott. So knapp bei dir auf dem Konto. Also, ne, das sind ja dieser Zustand wie bei mir. Das ist viel, der Umzug und dann dieser Ausfall, Bruder, ich nag am Hungertuch. Ja, wird Zeit, dass der Kanal hier ordentlich was abwirft, ne? Ja, es wird Zeit für mehr Kanalmitglieder, Alter. Es wird mehr Zeit für mehr Views, habe ich so das Gefühl. Mehr Views ja, wären gut, ne? Ja gut, aber wir kriegen ja langsam immer mehr. Das kann man nicht mehr. Das ist ein langsam stetiges Wachsen. Weil mit Affen jetzt ist das Ding ja geritzt eigentlich. Da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Affen ist das Ding durch. Erfolg. Nee, aber du weißt, was ich meine. So, das ist einfach dieses... Ja. Der Urlaub hat so viel zu viel gekostet und dann hast du ja auch noch die Sachen, die jetzt auf einen zukommen mit Ware. Urlaub. Und du musst ja... Der Umzug. Gerade sagen, welche, hast du den Urlaub auch noch zwischendurch gegönnt? Naja, kann man ja theoretisch so sagen, ne? Nein, nein, der Umzug hat ja gekostet, denn mein psychischer Ausfall, dass ich dann einfach im Hauptgeschäft, also sowohl ja weder Videos noch Streams gemacht habe, weil es mir einfach nicht gut ging. Ja, ja. Dann, ja. Das hat mich, also das Bruder. Darf ich dazu mal was sagen? Natürlich. So von meiner Warte aus, weil ich bin damit ja auch gesegnet, sag ich mal. Dass ich hin und wieder mal psychisch ausfalle dann, oder körperlich, kann auch passieren, ne? Und es gibt dann ja immer so Leute, die werfen mir das ja so richtig vor, ne? Da wird mir einfach gesagt, ja, der Hurensohn, der hat halt keinen Bock, dies, das. Und natürlich hat man auch mal keinen Bock. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Ne? Davon kann ich mich natürlich nicht freisprechen. Aber was die Leute da auch immer irgendwie vergessen, habe ich das Gefühl, ist, dass es für mich auch nicht gut ist, wenn ich ausfalle. Nee, es ist nie gut. Das ist für mich richtig scheiße. Ich habe nämlich auch richtig Probleme. Weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll und dies und das. Und Leute tun dann immer so, als würde man sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen währenddessen. Aber so ist das tatsächlich nicht. Das ist, man sitzt da mit Ängsten. Und denkt die ganze Zeit, oh, ich muss, aber man weiß auch, wenn man das jetzt machen würde, es wäre einfach nur eine Katastrophe und es bringt halt dann auch wieder nichts. Und du sitzt da mit Stress und ja, ne, sitzt halt nicht im Stream, aber ist trotzdem Todesstress und so, also ja, das wollte ich mal an dieser Stelle gesagt haben. Ja, das ist halt bei mir ähnlich so aktuell. Also bei mir ist das so,
Also ich bin ja wohl allein schon von den Subs gedroppt. Also ich weiß, das ist wild. Also das ist ja wirklich. Ja, es ist klar. Ich war fast einen Monat nicht da zur Hauptzeit, ne? Warst du denn wirklich einen Monat nicht da? Naja, ich bin ja Anfang Dezember umgezogen. Ja. Dann wurde ich ja krank. Ich habe ja erst ab dem 20. 26, also so kurz vor Weihnachten, habe ich ja überhaupt erst wieder angefangen zu streamen. Also ich war fast 20, 30, also 20 Tage war ich mindestens nicht da. Ja. Ja, das ist, dann auch der Januar war nicht so regelmäßig, dann habe ich ja immer den Marathon abgebrochen und so. Dann Februar auch, also Februar hat sich ja erst wieder so ein bisschen das Ganze gefangen, so Ende Februar, ne, bei mir. Mhm. Aber das merkst du halt, also ne, allein von 1500 Subs immer so auf nicht mal 500 runter. Das ist auch, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir auch, das ist wirklich krawanig. Ne? Ja, das macht natürlich auch Existenzängste, ne? Ja, das ist dann wieder so ein Ding, ein, zwei Öler sind weg, gefühlt, ne, wahrscheinlich. Nicht nur viele das, Sub das auch immer, sonst geben. Ja, du möchtest auch immer den Zuschauern und so, die Leute sind woanders, die Leute gucken woanders. Das ist einfach das Problem. Und das ist auch. Das gleiche habe ich auch mit YouTube gehabt. Ich hatte dann so die. Ich meine, ich durchgezogen. Auch mit meinem Kanal immer mal wieder. Dann wäre das auch bei. Ich hatte keine. Das war, ich hätte ja meinen Follower weiter aufnehmen können bei mir so auf dem Kanal und bei ihm auch. Aber es ging mir einfach psychisch so beschissen, dass ich es nicht konnte. Und das du rennst offene Türen bei mir ein, Regie. Ja. Also. Und das ist aber auch noch so ein Problem. Und das fickt einen ja noch mehr. Es gibt keinen Tag. Es gibt mittlerweile so viele Abende, wo ich mir denke, boah, ich bin ausgelaugt. So, weißt du, dieses so, oh, ich kann nicht mehr, kein Bock mehr. Aber du musst, weil sonst, fuck, Alter, wie willst du sonst die Scheiße bezahlen? Ja. Ja, ist so. Also, ich erzähl jetzt mal, auch einen Schwung aus dem Nähkästchen, ne? Ich muss ja auch gleich nochmal los, hab ich dir ja gesagt. Mhm. Ich gehe nämlich gleich zu meinen Eltern. Ich kriege ja noch dieses Geld vom Abnehmen, das ja eigentlich fake war, ne, weil ich das ja sowieso gekriegt habe, weil es mehr oder weniger Erbe war. Ja. Und ich fahre gleich los und hole mir das ab. Und das hole ich mir halt auch nicht ab, weil ich mir denke, ich möchte mir gerne irgendwie eine PlayStation VR kaufen oder so. Sondern weil sonst wird der Monat hier ein bisschen belastend. Ne? Und mit ein bisschen belastend meine ich sehr belastend. Und ja, so ist das, ne? Ja, ich fühle das. Also, deswegen keine Ahnung, bei mir ist es auch so. Also, das läuft ja jetzt hier, ne? Das ist ja dann wieder eine schöne zusätzliche noch Einnahmequelle. Ist natürlich keine 500 Subs, sag ich jetzt mal. Nein, aber nichtsdestotrotz, ne? Nimmt man ja trotzdem gerne mit und hilft ja auch am Ende des Tages. Ja, aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich würde auch mal gerne wieder einen Tag frei machen. Aber ich kann keinen Tag frei machen, ohne dass meine Gedanken schweben drumherum. Du müsstest jetzt eigentlich live sein und Geld verdienen. Ja, so geht's mir seit 10 Jahren. Das ist willkommen in der Influencer-Welt, in der man nicht so viel Geld verdient. Ja, ja. Wo alles Sonnenschein ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das nicht Licht am Ende des Tunnels ist. Ich habe ja im Mai dann mein Imbiss und so weiter, aber bis Mai stimmt. Guck mal. Ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Guck mal, ich habe diesen Licht am Tunnel nicht. Ich muss weiter durch die Dunkelheit irren. Auch im Sommer, vor allen Dingen im Sommer. Oh mein Gott, der Sommer, Ricky, da kann ich doch gar nicht streamen. Wie mache ich das denn da? Scheiße. Kommst du dann vorbei und trägst mir die Klimaanlage hoch? Hast du eine Klimaanlage? Ich habe ja eine kleine Klimaanlage, aber die hat schon in einem kleineren Raum so gut wie nichts gebracht. Also wird die hier dann noch weniger bringen, das ist... Na, ich habe ja auch eine kleine, die werde ich mir auch anschließen. Auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, ich denke, ich muss die anschließen, es hilft halt nichts. So, ich habe auch noch was anderes, ne? Ich hab Kritik an dich, Ricky. Oha. Ja, mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe erst überlegt, ob ich das vor dem Part anspreche, aber ich denke mir, das können wir auch gar nicht im Part besprechen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt pass mal auf, Freundchen. Ne, da war ich gestern so unter den Videos, das mit Etienne zum Beispiel. Also da ist mir vor allen Dingen aufgefallen. Und da war ein Kommentar. Der war ein bisschen kritischer, sag ich mal, ne? Ja. Und ich hatte auch erst überlegt, ob ich darauf antworte. Und dann dachte ich mir, überlege ich mir erst noch, was ich da antworte. Und dann komme ich irgendwann wieder abends, ne, um nochmal nach dem Kommentar zu gucken. Und weißt du, was ich da feststelle, Ricky? Kannst du dir schon denken, was ich festgestellt habe? Ich habe gestern keinen Kommentar ausgeblendet. Du hast keinen Kommentar rausgenommen? Ah nee, Moment, stimmt. Ich hatte mit ihm tatsächlich geschrieben danach noch, weil ich die Person halt kenne, die den Kommentar geschrieben hat. Also wir haben auch diese Diskrepanz auseinandergenommen.
Und er meinte dann, dass das Video, dass der Kommentar irgendwie nicht freigegeben war. Was mich eigentlich wundert. Aber das war ich nicht. Weil ich habe ihn, glaube ich, mit meinem Volleyu-Account sogar gesehen. Bin mir da unsicher. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt täusche. Wie heißt denn der Kommentar? Ich guck mal nach, ob der vielleicht. Nee, den hat er, glaube ich, den hat er rausgenommen. Achso, ja, nachdem er dachte, der geht nicht durch. Nee, dann warst du das tatsächlich gar nicht. Aber ich habe auch gesehen, dass du ein paar Leute blockiert hast, wo ich mir dachte, was hat er die denn blockiert? Also Leute, die ich tatsächlich kenne. Du hast zum Beispiel jemanden blockiert, den ich privat im echten Leben kenne. Ich mir dachte, okay. Also der schreibt sehr asoziale Kommentare immer. Hm. Deswegen kann es schon sein, dass du da dann dachtest, ja, das ist ein Wichser. Aber der wird einfach blockiert. Ja, mal ein bisschen den Triggerfinger ein bisschen lockerer nehmen, ne? Nee, also den Trigger dann gar keine Chance. Ich weiß gar nicht, wo ich das sehe, wenn ich geblockiert habe alles. Das sieht man unter Einstellungen im Dashboard Community. Und dann Community. Dann siehst du die alle. Wir sehen das ja noch gar nicht. Ich habe auch welche wieder rausgenommen. Echt, dass du das so, weiß ich nicht, als Fotzen. Also ich war da drauf, weil ich dachte, du hättest den einen, der den kritischen Kommentar geschrieben hat, dass du den direkt blockiert hättest. Nö. Und dann dachte ich mir, nee, das muss ja nicht. Vor allen Dingen, weil die Kritik war jetzt auch nicht so schlimm, die kann man da ruhig durchstehen lassen. Und dann dachte ich, gucke ich mal da rein, um den da wieder rauszunehmen, falls du den direkt blockiert hast. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass da noch ein paar andere drin waren. Und ich mir dachte, ja, die wollten nur witzig sein, das weiß ich. Da weiß ich es halt. Ja, aber ne? das weißt du. Aber ja, 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 nicht. Genau. Deswegen, Leute, ne, ihr müsst da ein bisschen vorsichtig sein. Das ist hier, bin nicht nur ich. Und teilweise, die andere Partei kennt euch hier dann im Zweifelsfall gar nicht. Und dann müsst ihr eure asoziale Ader ein bisschen zurücknehmen in dem Moment. Das ist nun mal so, bis man euch kennt. Ich bin da einfach rigoros und die asoziale. Ja, ja, nee, das verstehe ich ja auch grundsätzlich. Ich bin ja nur beruhigt, dass diese Kritik nicht von dir gelöscht wurde. Nein. Weil da dachte ich mir so, ja, das wäre halt, das muss ja nicht. Ne? Also wie gesagt, wir ja hier nicht jeden Diskurs direkt. Nein, wenn killen. Wenn außer die Meinungsfreiheit Jungs. Ist mir ja wichtig. Ne? Das sage ich ja immer wieder. Dann kann ich ja schlecht sagen, ja, kritisiert einer ein bisschen und wird sofort hier weg. Fotze. Nein. Wenn da jemand eine Kritik macht, sowas wie Jungs, das ist scheiße so, oder auf normale Kritik, warum soll ich da was gegen sagen, so, weißt du? Aber ich hab das Kommentar, glaube ich, nicht mal gelesen. Was hat er denn geschrieben gehabt? Es ging darum, um den Shoyoga-Tweet, sag ich schon, um den Etienne-Tweet halt, ne, mit dem Anzeigenhauptmeister. Mhm. Und dass er halt Pia da recht gibt, dass das halt so eine, ah, ja, so eine Dynamik, ja, ja, da doch, macht. Doch, doch, genau. Doch, das hatte ich doch gelesen, du hast recht. Und dass er dann enttäuscht von uns ist. Dass wir das so sehen. Ja, und mit dem Cancel, dass es halt übertrieben ist. Aber das mit dem Cancel stimmt in dem Fall auch. Weil unter den Kommentaren hat jetzt keiner irgendwie gefordert, dass Etienne da sein Patreon verliert oder sonst was. Na, das ist tatsächlich auch nicht passiert. Deswegen wollen wir da nicht übertreiben. Das war tatsächlich nur ein bisschen, die waren ein bisschen kritisch. Ein bisschen sehr kritisch, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, muss auch jeder für sich selber entscheiden. Deswegen, Leute, ich möchte an dieser Stelle sagen, ihr dürft Kritik äußern, ihr werdet dafür nicht direkt blockiert von uns, ne, wir sind offen dafür. Gemacht? Nee, hast du ja auch nicht. Ist ja alles gut. Deswegen, ich hatte Angst, dass das hier so ein Polizeistaat ist, der Kanal. Das ist mir ja egal. Nicht. Wenn die Leute normale Kritik äußern, das ist ja auch okay. Wenn die sagen, genau. Jo, das finde ich nicht so gut oder so, ja, okay, cool, danke, ne. Wirst vieles noch nicht so gut finden. Viel Spaß. So. Ja, das ist wahr. Man gehört dazu, ne? Gehört dazu, so, weißt du? Gute Verkehrs. Die perfekten Menschen sind wir noch nicht. Nee, das dauert noch. Und wir arbeiten auch nicht wirklich dran. Deswegen. Nee. Erwartet es nicht. Auch wenn mir natürlich immer wieder vorgeworfen wird, dass ich natürlich keine Meinung akzeptiere, denke ich mir eigentlich, Bruder, ich akzeptiere nicht alle Meinungen, sind mir sehr. Ja, das ist wieder, wie gesagt, das ist auf beiden Seiten teilweise, wenn die extrem sind, komisch. Das ist so schlimm. Wenn man da sagt, ja, nee, ist mir eigentlich egal, so, ne, kannst du so sehen, mach man, dann bist du trotzdem Hurensohn bei den Extremen. Das ist halt immer, so. Das ist, immer, ja, immer. Das machst ist du nichts, ne, das gehört dazu. Ja. Aber wie Johnny schon sagte, ne, so viele von denen gibt es ja eigentlich gar nicht. Deswegen machen wir uns immer viel zu sehr den Kopf oder ich voll. Machen wir auch, aber es sind immer die laut rausstechen immer, ne? Ja. Es sind immer die laut rausstechen. Aber ich merke schon, der Umgang mit dir tut mir nicht gut, Wollo.
Ach, guck mal, meine Mama hat gesagt, der Umgang mit dir tut mir sehr gut. Guck mal, du ziehst mich ein bisschen hoch, ich zieh dich dafür das Stück runter. Das ist doch wunderbar, ne? Das ist super, ist das. Bringen wir uns mal beide aufs passende Level. Nee, ich sehe einfach nur, ich habe noch nie. Also, das da erstmal, danke dafür, Wolof. Das ist das erste Mal, was ich in meinem Leben hatte, ne? Ich habe noch nie einen Kanal gehabt auf Twitter, der extra wegen mir erstellt worden ist, um mich zu haten. Du hast einen Kanal auf Twitter? Der also, für uns. Beide. Nein! Hast du den nicht mitgekriegt? Natürlich nicht. Ach so. Ist doch safe schon, habe ich doch safe schon lange blockiert, bestimmt. Das kann gut sein. Ah, guck mal, das ist immer noch die gleiche Person. Die habe ich damals durch Cornel bekommen. Nice. Sympathischer Typ. Na, der hat seit, weiß ich nicht, seit 10 Jahren beschäftigt er sich damit. Aber man muss ja auch mal sagen, ne, es gibt ja auch schlimme Leute im Internet und es gibt uns, ne, die wirklich, wirklich die Bösesten sind. Und ich finde auch, man sollte dringend gegen uns vorgehen. Das ist schon, das auch ja, wichtig, ne? Wenn das keiner machen würde, stell dir mal vor. Wir könnten hier einfach frei walten und schalten, wie wir wollen. Ich verstehe auch nicht, wie man uns hier noch machen lassen kann. Nee, das geht doch eigentlich nicht. Also die Bösesten von Bösen. Eigentlich überhaupt nicht. Jetzt bin ich ja ein bisschen interessiert, ne? Ja, zieh den am Part. Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Ja, ich habe doch schon auf Backstreet Boys Kanal auch schon blockiert. Ich habe ihn einfach überall schon blockiert, war mir egal. Ja, ja, ich bin mir ziemlich sicher, schon zu wissen, welcher das ist. Nee, das ist ja, das ist extra erstellt worden. Und ich könnte ja aber sogar sagen, welcher das von den YouTube-Kommentaren sein wird. Na, hau mal raus. Das ist der mit dem Pulp Fiction-Bild. Pulp Fiction-Bild? Ich weiß natürlich nicht, was Pulp Fiction ist, ne? Doch. Da ist Samuel L. Jackson mit einer Waffe, der als, Der Roland Deschain. Genau, der ist das, 100%. Ja, das kann sein. Ich weiß gar nicht, was der geschrieben hat. Nichts Schlimmes tatsächlich. Das hatte mich auch gewundert, dass du den gebannt hast, aber ich weiß ziemlich sicher, wer das ist. Das ist nämlich der sogenannte Wahrheitssager. Ach, der ist das? Ja, ziemlich sicher. Oh, lol. Der Wahrheit sei. Es ist naja, so, jetzt bist du mit im Radar, Ricky, Alter. Oh, du bist auf dem Radar des Wahrheitssagers aufgetaucht. Jetzt geht's dir an den Kragen. Oh nein. Du siehst ja, wie sehr mir das immer geschadet hat, die ganze Scheiße. Zeit. Scheiße. Eine 40-jährige Jungfrau wird über mich tweeten. Ich habe Angst, Damen und Herren. Ja, das Ding ist halt, wenn man das nicht erwähnt, kriegt's auch niemand mit. Ja, ist das Gute. Es ist, wie soll es auch jemand mitkriegen, weil der Typ interessiert halt keinen Schwanz. Ne? Er hat keine Reichweite und wir haben nicht so viel Reichweite, dass irgendwelche Sachen über uns viral gehen könnten. Deswegen, Bruder, das ist. Bist du auf verlorenen Posten eigentlich? Ich verstehe auch nicht, jemand. Vielleicht merkst du das, wenn du dann in 4 Jahren nochmal drüber nachdenkst, ne, wenn du noch wieder dabei sitzt gerade. Ich glaube nicht. Dann merkst du es vielleicht, dass es vielleicht auch irgendwo sinnlos am Ende des Tages ist. Aber hey, mein Gott, mach doch, ne? Jeder braucht ein Hobby. Solange ihn das von der Straße und dem Heroin abhält, ne? Solange wir ihn von den Drogen zufrieden. Abhalten, alles okay. Bin ich doch zufrieden. Ich auch. Ich bin auch zufrieden. Ich bin froh, dass wir zufrieden sind, Wolle. Ja, ich bin noch glücklich, wie gesagt. Ich hole mir gleich Geld ab, damit ich überleben kann. Ist doch super. Ja, ich hoffe, dass das alles klappt einfach. Das klappt schon. Sonst machst du auf Rechnung, sagst du. Ich war tatsächlich kurz davor, jemand anders noch auf Twitter zu bannen, aber da habe ich gesehen, das ist eigentlich gar nicht so unnett. Okay. Ich habe extra nochmal reingeguckt. Ist jemand, der deine Projekte aufgezählt hat, hast du es gesehen? Der meine Projekte aufgezählt hat? Ja, auf Twitter? Es gibt hier eine Liste, Wolle-Projekte sind Google Docs-Projekte. Alle Projekte, die du jemals gemacht hast. Wie viele Parts das waren und so. Oder mit Facecam oder ohne oder together. Wer ist denn das jetzt? Wer war denn das? Doppelwopper-LP heißt der auf Twitter. Das sagt mir irgendwie was. Aber, und warum wolltest du den bannen? Jetzt mal so. Was hat er gesagt? Na, weil ich dachte, okay, er hat ein Dokument fertig gemacht. Da war ich schon so Nein, ich wollte ihn nicht bannen, ich war schon so. Okay, da ist jemand irgendwas geschrieben zu Wolle, heißt Doppelwopper-LP mit einem Burger im Bild. Na, guckst du erstmal, was der gemacht hat. Es ist schon mal erstmal zack. Ja, ne? Direkt, das ist schon erstmal so, verdächtig. Okay. Verdächtig. Nee, aber muss man tatsächlich sagen, eine sehr schön aufgelistete Liste. Siehste, guck mal, nicht alles schlimm. Sind halt nicht alles schlimm. Das muss man sich immer wieder. Let's Plays 2011, der Wolle U. Ne? Du bist doch Hater und jetzt kommen gleich richtig viele abgebrochene Let's Plays. Abgebrochen, alles abgebrochen. Nein, überhaupt nicht. Nicht einmal, wo abgebrochen da steht. Muss man fairerweise sagen. Also schon, wenn abgebrochen ist, ja. Ja, naja, klar. Ne? Das ist ja auch okay dann. Haben wir noch genug Zeit oder soll ich das im nächsten Part vorlesen? Nee, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Nach dem Boss hier ist Schluss.
Gut, dann im nächsten Part gibt es dann einmal eine Auflistung von Wollos ganzer Play-Karriere. Nee, würde ich jetzt sagen, machen wir nicht. Nein, ich will zumindest erzählen. So spannend. Ich will zumindest erzählen, wie viele in den Jahren kamen. Ja, viel. Ja, das will ich gleich vorlesen. Das werden die Leute gleich mal sehen. Es wird mir nicht immer vorgeworfen, ich hätte kein einziges abgeschlossenes Let's Play. Im Grunde, das ist eine Lüge. Das ist die größte Lüge, die aktuell im Netz verbreitet wird, würde ich sagen. Du hast halt mehr beendete Projekte als Domtendo. Offiziell. Habe ich? Ja, ja, hat der Typ auch geschrieben dazu. Ja, guck mal, einer schau, ne? Ich krieg immer nur Hate. Und Domi macht immer so viel für uns, ne? Wenn er eine halbe Stunde streamt. Das ist, Er hat auch geschrieben. Ja, das sehen wir gleich. Gleich geht's weiter. Ciao. In der nächsten Folge. Schaut rein. Tschüss.